Das heutige Video enthält eine kurze Zusammenfassung der Handlung, eine Erklärung über das Ende von Wonder Woman und eine kleine Diskussion über den Hauptbösewicht des Films, Ares. Vorsicht vor Spoilern! Während des Zweiten Weltkriegs stürzt ein Pilot namens Steve Trevor auf Themyscira ab, einer von Amazonen bewohnten Insel. Eine Frau kommt ihm zu Hilfe, Diana, Prinzessin Diana von Themyscira, die Tochter von Hippolyta. Er erzählt ihr von dem großen Krieg, der draußen stattfindet. Während einer seiner Missionen gelang es ihm, ein Notizbuch von Dr. Isabel Maru zu stehlen, der Chefchemikerin, die unter dem Befehl von General Ludendorff arbeitete. Er entführte ein Flugzeug, um zu fliehen, stürzte aber schließlich in Themyscira ab. Nachdem sie Steve verhört hat, beschließt Diana, ihre Insel zu verlassen und Steve zu folgen, um Ares, den Kriegsgott, zu finden. Zunächst machen sich Steve und Diana auf den Weg nach London. Er muss Marus Notizbuch an den obersten Kriegsrat überbringen. Die Notizen sind in einer fremden Sprache verfasst, aber Diana bietet sich an, sie zu übersetzen. Bald erfahren sie von den Plänen des Generals, Giftgas an der Westfront abzuwerfen. Steves Befehlshaber verbietet ihm, nach diesen Informationen zu handeln, aber er erhält von Sir Patrick die Unterstützung, nach Belgien zu gehen. Nachdem sie erfolgreich das Niemandsland durchquert haben, machen sich Diana und der Rest des Teams auf den Weg zu einer Gala, die vom deutschen Oberkommando veranstaltet wird. Steve und Diana schleichen sich in die Party ein. Der General bemerkt Diana, aber Steve hält sie davon ab, ihn zu töten. Diese Entscheidung ermöglichte es dem General jedoch, das Gas in Welt abzuwerfen, was zum Tod der Einwohner führte. Diana ist wütend und beschließt, dem General zu folgen. Sie findet ihn in einem Stützpunkt, wo das Giftgas in ein Flugzeug geladen wird, das nach London fliegt. Diana stellt den General zur Rede, kämpft mit ihm und tötet ihn. Allerdings ist er nicht der, für den Diana ihn gehalten hat, Ares, denn sein Tod hat den Krieg nicht beendet. Nach dem Tod des Generals erscheint Sir Patrick Morgan und gibt sich als Ares zu erkennen. Er sagt Diana, dass die Menschen von Natur aus korrupt sind. Dann zerstört Ares Dianas Schwert und sagt ihr, dass sie der Gottestöter ist. Trotz seiner Bemühungen gelingt es Ares nicht, Diana zu überzeugen, sich ihm anzuschließen und die Menschheit zu vernichten. In der Zwischenzeit opfert sich Steve, indem er das Flugzeug entführt, er bringt es auf eine sichere Höhe und lässt es dann explodieren. Ares versucht, Dianas Wut auf Maru zu lenken, aber sie verschont sie. Während ihrer Zeit mit Steve hat sie erkannt, dass die Menschen auch Gutes in sich tragen. Diana trifft Ares mit Licht und tötet ihn. Der Krieg ist zu Ende. Wer ist Ares? Ares ist der Gott des Krieges und Sohn des Zeus, des Königs der Götter. Diana ist die Tochter von Zeus und Hippolyta, was Ares zu ihrem Halbbruder macht. Die Menschheit wurde von Zeus erschaffen. Den Amazonen zufolge wurde Ares neidisch auf die Menschheit und versuchte, die Schöpfung seines Vaters zu zerstören. Er tat dies, indem er Eifersucht und Misstrauen schürte, was sie dazu brachte, sich gegeneinander zu wenden. Die Amazonen versuchten zu intervenieren, aber Ares erklärte allen den Krieg gegen ihn. Daraufhin beschloss Zeus, gegen seinen eigenen Sohn zu kämpfen. Er verwundete Ares so schwer, dass er keine andere Wahl hatte, als sich zurückzuziehen. Zeus wusste jedoch, dass Ares zurückkehren würde, um zu beenden, was er begonnen hatte. Deshalb beschloss er, Themyscira zu gründen, eine Insel, die vor dem Rest der Welt verborgen war, um die Amazonen vor Ares zu schützen. Das ist die Seite der Amazonen in der Geschichte. Reden wir nun über die Sichtweise von Ares. Wie sieht er sich selbst? Ist Ares der wahre Bösewicht der Geschichte? Bösewichte sehen sich normalerweise nicht als die Bösen. In ihrer Vorstellung sind sie diejenigen, die im Recht sind. Der Rest der Welt ist schuld und muss sie einholen. Ares' Philosophie über die Menschen ist sehr einfach, sie sind von Natur aus schlecht, korrupt und unwürdig. Mit anderen Worten, Menschen sind Abschaum. Ares ist der Meinung, dass er nicht die Wurzel allen Übels in der Welt ist. Er gibt also zu, dass er den Menschen unreine Gedanken einflüstert, aber er macht sich nicht für ihre Handlungen verantwortlich. Letztendlich sind es die Menschen, die die Entscheidungen treffen, nicht er. Auf diese Weise entschuldigt er sich für seine Taten. Aber das Komische ist, er hat nicht Unrecht. Was ist der Unterschied zwischen Diana und Ares? Diana ist der Meinung, dass die Menschen schlechte Eigenschaften haben. Aber sie sieht auch das Gute in ihnen. Die Menschen haben also sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften. Das ist die Definition des Menschseins. Ares ist ein bisschen extremer. Er sieht keine Schönheit in der Unvollkommenheit, deshalb hält er die Menschheit für unwürdig.
Was hat Wonder Woman so gut gemacht? Was habe ich über Wonder Woman zu sagen? Wow, wow und wow. Ich muss gestehen, dass ich einige Vorbehalte hatte, als das Projekt zum ersten Mal angekündigt wurde. Erstens, es gibt nicht viele Filme mit weiblichen Superhelden. Deshalb habe ich die Daumen gedrückt, dass Wonder Woman gut wird. Zweitens habe ich mir immer wieder gedacht, ist Wonder Woman, die Figur, wirklich so interessant? Jetzt, wo ich den Film gesehen habe, komme ich mir dumm vor, weil ich diese Frage überhaupt gestellt habe. Patty Jenkins hat phänomenale Arbeit geleistet und Wonder Woman ist mehr als interessant. Es ist offiziell. Ich bin ein Wonder Woman-Fan. Heutzutage gibt es keinen Mangel an Superheldenfilmen mehr. Alles im Film ist groß und das soll auch so sein. Aber nur weil man viel Geld in die Produktion eines Films steckt, ist das noch lange keine Garantie dafür, dass er auch ein Erfolg wird. Warum war Wonder Woman ein so großer Erfolg an den Kinokassen? Meiner Meinung nach war es eine Mischung aus vielen Dingen, wie der Geschichte, den Charakteren, den Schauspielern und dem Herzen des Films. Jeder liebt Superhelden. Es hat etwas sehr emotional Fesselndes, wenn diese Figuren, Superhelden, bereit sind, sich zu opfern, um die Welt vor den Bösen zu retten. Ein wichtiger Aspekt, der in dem Film beleuchtet wird, ist, dass das Böse nicht etwas ist, das auf die menschliche Rasse geworfen wird. Jeder Mensch trägt ein wenig vom Bösen und vom Guten in sich. Meiner Meinung nach gab das dem Film eine weitere Tiefe. Was die Hauptfigur, Diana, betrifft, so hat sie im Grunde in einer Blase gelebt. Sie ist körperlich stark und bestens für den Kampf ausgebildet. Allerdings weiß sie sehr wenig über die Welt. Daher mag sie zunächst als sehr eindimensionaler Charakter erscheinen, aber das ändert sich im Laufe des Films langsam. Was gefällt mir an Diana? Sie ist eine erwachsene Frau mit einem unschuldigen Herzen. Wenn ich unschuldig sage, dann meine ich nicht leichtgläubig. Diana ist jemand, der Vertrauen in die Menschheit hat. Abschließende Gedanken zu Wonder Woman. Der Film hat ein Herz. Es geht nicht nur darum, ein hohes Budget und beeindruckende Bilder zu haben. Wie ich schon sagte, sind die Geschichte und die Figuren voller Emotionen. Der Film sieht nicht nur hübsch für die Kamera aus, er fesselt auch das Herz des Zuschauers. Letztendlich glaube ich, dass dies das Element war, das den Film bei Publikum und Kritikern so gut ankommen ließ. Er ist ernst, ohne prätentiös zu sein, und setzt die Komik in der richtigen Dosis ein. Davon abgesehen ist Wonder Woman einer meiner Lieblingsfilme aus dem Hause Marvel. Ich sage das nicht wegen des Hypes, sondern weil ich weiß, was ich gesehen habe. Außerdem glaube ich, dass Wonder Woman eine neue Ära für Superheldenfilme einläutet. Auch Frauen können es krachen lassen und das große Geld einfahren.